Meine Mutter hatte ich in ein schönes Palastcafé eingeladen. Es war ihr 93. Geburtstag. Wir lauerten ihr mit der Kamera auf, aber sie droht nur amüsiert. Im alten Kinosaal zeige ich einen Film. Ich hatte ihn vor 30 Jahren in Afrika gemacht. Er erzählt von der Ankunft der ersten Weißen. Es waren Missionare aus Deutschland. Was mag meine Mutter über diesen Film denken? Sie war selbst noch vor dem Ersten Weltkrieg in Afrika aufgewachsen. In der deutschen Kolonie im Südwesten Afrikas. Ich möchte sie zum Sprechen bringen. Sie soll erzählen. Ich bin neugierig, etwas über ihre Kindheit in Afrika zu erfahren. Die ersten Europäer kamen damals über die östliche Route zu uns. Hier durch, darüber, bis hinauf ins Dorf Mlalo. Die weißen Männer sagten, sie wären gekommen, um die Worte Gottes zu verbreiten. Und so geschah es, dass die Männer aus Deutschland 1891 zu ihrem ersten Missionskind kamen. Das erste Kind der Mission war ich, Andrea Magissa. Erzähl doch mal, wie ihr das erste Mal nach Afrika gekommen seid und wann das war. Papa war Staatsangestellter in Afrika. Und du bist da aufgewachsen? Ich bin erst in Debrez geboren und dann ist die Mama wieder mit mir zurückgefahren. Nach Afrika. Und in Afrika, es hat uns nichts gefehlt, wir haben alles gehabt. Und in Swakopmund haben wir gewohnt, das war das schönste Haus. Und hier haben wir mehr gewohnt. Unser Kaiser heißt Wilhelm II. Er wird deutscher Kaiser genannt. Er ist am 27. Januar 1859 in Berlin geboren. Wir wollen unseren Kaiser lieben, denn er ist ein weiser und gütiger Fürst. Er regiert über das deutsche Volk. Er regiert auch über dieses Land. Meinem Großvater, Paul Löhnhardt, wird es mit 23 Jahren in der Heimat zu eng. Die Familie stammt aus kleinen Verhältnissen am Rande des Erzgebirges, aus der rußbedeckten Industriestadt Most. Damals hieß sie auf Deutsch Brüx. Er sucht nach Arbeit. Er ist verlobt und hat wenig Geld. Also bricht Paul Löhnhardt nach Afrika auf. In die deutsche Kolonie am Südende Afrikas. Er findet ein Land voll Sand, sechsmal größer als das Deutsche Reich. Paul Löhnhardt, mein Vater. Da ist seine Tante. Wie ist das Gesicht, hat sie schon damals gemalt. Immer. Was ist das? Da ist auch Familie Löhnhardt. Die hat die Zunge rausgestreckt. Die wollte nicht fotografiert werden. Und da sind wir und da ich. Und wer ist das vorne? Das bin ich. Und das ist meine Mama und die Tante und meine Schwester und ich. So. Da haben wir gewohnt in dem Haus. Das war das höchste Haus in Swakopmund. Thank you.
was ist das? Mein Taufschein. Das ist Afrika in Brüst zu Wilhelmine geborene Livio und Anton Lieschke Kohn. Das ist deine Tante, ne? Als Patin. Das war die Tochter. Das Franziska. War die, das ist Franziska, war die jüngere Schwester von deiner Mutter. Genau. 1910. Seelsorgeamt Teplitz. Wohnhaft in Omaruru. Stationsvorstand Omaruru, Deutsch-Südwestafrika. Hier auch, schau. Lieber. Wer ist das? Die Eltern. So hat sie geheiratet. Wie hieß sie? Anna. Anna. Wer ist der junge Bursche? Papa. Das ist der Papa. Dein Großpapa. Hast du Probleme gehabt mit ihm? Nein. Nicht? Wir durften nicht wieder reden, da gab es gleich einen und fertig war es. Ich suche nur, ob nicht der Papa irgendwo in der Uniform war, auch ein Bild. Als Papa Lehnert. Herr Stationsvorstand. Da ist der kleine Heller, der Peter. Da ist der Peter Heller und sein Großvater. Ich bewundere meinen Großvater. Ich habe ihn nur kurze Zeit genießen können. Meine Mutter dagegen mochte den Alten nicht besonders gern. Zu mir war der Opa liebevoll. Er hatte so viel erlebt. Er sprach von Lokomotiven in der Wüste, von Arbeitern, die ganz schwarz waren, und von Affen auf dem Bahnhofsdach. Seinetwegen liebte ich meine Märklinbahn ganz besonders. Meine Mutter kam 1910 zur Welt. Ihre ältere Schwester Vera wurde 3 Jahre früher in Afrika geboren. 1913 wurde dann noch ihr Bruder Haro auf einer afrikanischen Bahnstation geboren. Ich glaube, meine Mutter hatte wenig zu lachen in ihrem langen Leben. Mein Vater ist vor 40 Jahren gestorben. Er hat oft gelacht, trotz allem. Sie lacht eher selten. Das ist die Mama, das ist der Papa, meine Eltern, das Ehepaar Lehnhardt. Da ist der kleine Heller, der Peter. Oh. Da ist der Peter Heller. Da ist sein Vater, da ist sein Großvater. Das bin ich. Ich habe immer Sehnsucht gehabt. Mein Sohn, der ist nach Afrika gefahren, nicht ich. Ja, so war's. Vielleicht habe ich mein Reisefieber von ihrem Vater geerbt. Mich zog es nach Asien und Lateinamerika. Mitte der 70er Jahre dann nach Afrika. Dort wollte ich Vergessenes aufdecken. Als Filmemacher meinen Beitrag zur Aufklärung über Deutschlands vergessenes Kolonialreich leisten. Ich reiste mit der Kamera auf exotischen Pfaden. Folgte fernen Spuren unserer Vorfahren. Die Geschichte meiner eigenen Familie klammerte ich aus. Die Menschen Afrikas waren willkommene Zeugen in der Indizienkette, die ich glaubte, gegen die kolonialistischen Deutschen meiner Großvätergeneration knüpfen zu müssen. Natürlich nur gegen die Opas der anderen. Von dem eigenen in meiner Familie erzählte ich niemandem. Mirja, warst du auch schon mal da, wo die Oma herkommt? Da, wo die Oma herkommt, nicht, aber in Afrika schon. Du bist doch in Afrika geboren worden, gell? Nein, ich bin in Teplitz-Schönau geboren. Aber dein Bruder und deine Schwester sind in Afrika geboren? In Afrika geboren. Und warum? Warum, weil sie dort gelebt haben. Und wie habt ihr da gewohnt? Gut. Ein ganzes Haus für uns gehabt.
Jeder ein Zimmer? Nein, es war ein Stationsgebäude. Zwei oder drei schwarze Angestellte, die Küche für die Kinder. Und da waren auch die Lokomotiven dann, die da vorbeifuhren. Es war sicher laut. Sehr viele waren nicht, vielleicht fünf im Tag oder wie viele, ich weiß nicht, was jetzt schon der Herr Lehnert gemacht haben. Hat sich nicht überarbeitet, dein Vater? Ich bin überzeugt, das nicht. Hast du auch eine Tante gehabt natürlich oder Geschwister? Habe ich gehabt, die Tante. Mama, ihre Schwester, die war jünger. Kam die auch nach Afrika? Ja, ja, die Mama ist nach dem Fritz gefahren, dass ich zur Welt kam. Und hat dann die Schwester mitgenommen. Uns hat es gefallen, weil wir die Freiheit hatten. Hochschwanger war meine Großmutter Anna Lönhardt, geborene Sacher, nach Europa in ihre Heimatstadt Teplitz gereist. Sie hatte die Strapazen der wochenlangen Schiffsreise von Südwestafrika auf sich genommen. Kurz nach der Geburt meiner Mutter Ruth ging es mit dem Dampfer der Woermann-Linie zurück nach Südwestafrika. Zum Jahresende 1910 betreten Anna mit ihrem Baby und Franziska den afrikanischen Kontinent. Am Landungssteg in Swakopmund erwartet Paul Lönhardt ungeduldig seine Frau und die neugeborene Tochter. Franziska, die jüngere Schwester meiner Großmutter, kam mit. Sie schrieb nach Europa zurück. Wir Passagiere wurden von Schwarzen gepackt und ausgeladen. Vor uns lag Swakopmund unter schwarz-weiß-roter Flagge. Die wenigen Häuser schienen wie hingeweht zu sein und nirgends etwas Grünes, nur gelber Sand. Ja, nur viel, viel Sand. Sand, der gar nicht aufhört. Das bin ich, das Einzelkind. Doch nicht Mamas Liebling. Ich bin immer auf Distanz zu ihr. Es gab kaum Wärme oder Zärtlichkeit zwischen uns. Wir begrüßen uns auch heute noch oft, ironisch, mit Nachnamen. Für Herzensangelegenheiten war mein Vater zuständig. Aber er starb früh am Herzinfarkt. Die Mutter war nun allein mit mir. Ich wusste, sie wäre gern durch die Welt gereist. Allein der Gedanke, mit ihr zu reisen, war mir lästig. Ich habe die Mutter nie mitgenommen nach Afrika. Ein afrikanischer Totschläger erinnert an meinen Großvater. Ein makabres Andenken auf meinem Bücherbord. Er, der Afrika-Eroberer, Held meiner Kindheitserinnerungen, hinterließ als einziges Geschenk eine Waffe vom Stamme der Herero, jenes Volkes, das Opfer des ersten Völkermords der deutschen Geschichte wurde. Wie war der Totschläger in die Hände meines Großvaters gelangt? Flug nach Namibia. Ich nehme die Spur auf. Will die eigene Familiengeschichte finden, suche mein privates Afrika. Die schwarzen Leute schwangen keulenartige kurze Stöcke, welche uns durch ihr Gewicht bis aufs Blut erschreckten, hatte mir mein Opa erzählt. Denn diese Keulen aus Eisenholz waren tödliche Waffen. Der Flug München-Windhoek dauert keine 10 Stunden. Meine Großmutter brauchte damals noch Wochen für diese Reise von Europa nach Afrika. So etwas habe ich noch nicht gesehen. Ein Ostseebad wie im deutschen Norden, hier an den afrikanischen Atlantikstränden. Von den Bräuchen der Einwohner hatte ich schon gehört. Von Karneval, Oktoberfest und von der Deutschen Zeitung. Lebt also hinter der Wüste Namib, der Ort von Mutters Kindheit, wie eh und je? Eine aufgeputzte Kleinstadt mit Gugelhupf und Pressack? Exotik pur, deutsches Land in Afrika. Unschwer vermag ich die 100 Jahre alten Fotos aus Mutters Alben wiederzuerkennen.
Das prächtige Wohnhaus von damals ist edelsaniert. Kein Tourist kann es übersehen. Der alte Bahnhof meines Großvaters ist zum feinsten Hotel am Platz geworden. Er nennt sich Du Ruff, arbeitet im hiesigen Spielcasino als Croupier. Als Rapper nebenbei hat er eben seine erste CD herausgebracht. Im weißen Teil der Stadt kennt ihn keiner. Er ist im Vorort der Schwarzen daheim. Dort hat man mir Don Cecchogelle, den Musiker Du Ruff, als Reiseführer empfohlen. I came here for this area and this place, this city. It's the place where my mother's childhood was nearly 100 years ago and helped me to discover this place. What kind of place is it here? Du Ruff zeigt mir ein besonderes Geschäft. Gleich neben dem Hohenzollernhaus meiner Mutter verkauft jemand gebrauchte deutsche Reichsflaggen, Kolonialromane und schreckt auch nicht vor Hakenkreuzorden zurück. Noch vor zwei Jahrzehnten war die vormals deutsche Kolonie ein Ziehkind des Apartheid-Regimes der Nachbarrepublik Südafrika. Auch in Swakopmund hat diese Vergangenheit sichtbare Spuren hinterlassen. Ich gehe von der Stadt der Weißen ins Quartier der Schwarzen, dazwischen Sand- und Industrielager. Seit meinem Studium war ich bekennendes Mitglied der Anti-Apartheid-Bewegung. Hätte damals ein Bekenntnis zur kolonialen Vergangenheit meiner Familie mein Ansehen beschädigt? This is Swakopmund, a typical German town. When they show Swakopmund on the maps or for the tourists, they show all this beautiful buildings, and then everybody thinks that's how it is, but it's not like that. I have the feeling here that these two places, they also have got the black neighborhood, which is more, you can say, actually the lower class, and then you got the white neighborhoods, which is more the upper class. Swakopmund, you get a lot of business people who are working for the uranium mine, which have been existing for over more than 25 years. And the people from the resting mine, from the uranium mine, they are also living in this surrounding? No, not in Mondesa area. They live mostly in Veneta, Kramersdorp, or some of them in Tamariskia. Swakopmund is a German town. You know, everything is German. You know, the most of the shops, buildings, streets, most businesses regarded, you know, it's Namibian, but it's regarded as German town. So everything it's held by German authority. Most businessmen, most people who have money, they are all Germans. This is part of Swakopmund, but this is more the lower income people. You know, if you go into town, it's again total as an upper class lifestyle. You can count maybe the poor Germans, but you cannot count the poor blacks. It's a whole different balance that is incomparable. This is part of another world. Das hiesige Meeresklima soll so gut für alte Knochen sein.
Ich stelle mir meine Mutter vor, auf Kur im Hotel zum Goldenen Adler am südlichen Ende von Afrika. Mich schaudert's, wenn ich die Rentner zu Tausenden ins deutsche Land in Afrika ziehen sehe. Und über allem Heinos Südwesterlied. Hier gedeiht Koloniales im neudeutschen Einheitssound. When I become pensioner, I will stay here and will be here and keep here for the rest of my life. That's nice. So what was there something special except that the, really? The special was first the country is a very nice country. The German language is a lot of German speaking people. I like this country, I like that this weather, and I like the people. What is the most special thing? The most special? Swakopmund, especially because that's right from the German language is spoken here. And when you go to Super Spa or to warm houses, that's the same like in Germany or in Europe. For a pensioner, that's ideal. I have a short wait to this shopping center. That's 2 minutes, 3 minutes. I can get out. When I want to go to the town, I take my car and we drive to town. Ich habe Du Ruff zum Haus meiner Mutter geführt. Er staunt und wundert sich, dass meine Mutter einst im Hohenzollernhaus aufgewachsen ist. Er hatte gelesen, es sei für die Stadtverwaltung gebaut worden. Und es wurde später zum Hotel. Dann hätten Schutztruppenoffiziere darin gewohnt. Man erzählt sich auch, dass es zum Offizierscasino wurde. Sogar von einem Bordell in der Nachkriegszeit wird gemunkelt. Heute sind Eigentumswohnungen darin. Es ist die feinste Adresse im Ort. It's an original you won't find in all Africa. You hardly can find such a house like this one. So I was start laughing when my mother showed me the picture in her album of this house and that they lived there. I said, this is unbelievable. You see the guy up there, he wants to throw every African who is passing the thing on his head if he touches the house. Kannst du dich erinnern, wie ihr in Afrika Geburtstag gefeiert habt als Kinder? Es war ein Geburtstag, ich weiß, sie wurden eingeladen, die Mütter und die Kinder. Und meine Mama hat eine Torte, ist noch wie heute, höre ich sie schreien, macht die Tür auf und drüber sitzt mein lieber Bruder und legt die ganze Sahne ab. Das war ein Geschrei. Und jetzt gab es doch keine. Was machen. Nicht so einfach wie heute alles, nur, dass man die Sahne zu Hause hat oder schnell geht und holt welche. Und es gab es Afrika, in Afrika gab es Sahne? Warum nicht? Waren ja Kühe. Der Sultan und sein Hofstaat beim Ritterschlag im Hochland von Kamerun, auch eine ehemalige deutsche Kolonie. Ich hatte über Jahre in einer Reihe von 5 Filmen von Beziehungen zwischen Deutschen und Einwohnern aus dem Königreich erzählt. Ich kehrte mit den Filmen an den Drehort zurück und der unberührbare Sultan der Bamun, Saidu Jimulu Joya, adelt mich dafür zum Ritter der Heiligen Spinne. Ich habe ja auch Ihren Sohn so kennengelernt. Das ist ja ein offener. Wir nennen ihn ja manchmal auch den Afrikaner. Der ist ja schon mehrmals in Afrika geehrt worden als. Ja, ihn auch. Ehrenafrikaner ist er, ja. Ja. Naja. Ich komme aus Kamerun, aus Douala. Wenn man hier rauf, weiter rauf geht, dann geht man an Angola vorbei. Ja. Und dann Kongo und dann kommt man zu mir. Zu Ihnen? Ja, Kamerun. Mich persönlich interessiert natürlich auch das Schicksal meiner Vorfahren. Weil mein Vater stammt aus der Familie der Mangabel. Das ist die Familie der Könige der Douala. Diese Könige sind leider mehr oder weniger ausgelöscht worden. Und zwar von den damaligen Kolonialherren, also von den Deutschen. Das ist Rudolf Douala Mangabel. Unsere Familien, die Familien der Mangabel,
waren sehr befreundet eigentlich ursprünglich mit den Deutschen. Mein Großonkel, der ist hier erzogen worden. Mhm. Und dann kam er nach Kamerun und er durfte dann für seinen Vater damals das Amt des Häuptlings des Douala Volkes übernehmen. Ja? Mhm. Und er kam aber von hier als Deutscher mit seinem Deutschtum so total selbstbewusst und dachte immer, ja gut, Gleichheit, Gerechtigkeit, solche Dinge. Ja. Irgendwann musste er halt eben sich entscheiden für sein Volk. Naja. Und dann hat er gesagt, da gibt es für mich überhaupt keine Frage. Und dann ist er hingerichtet worden. Ja, genauso wie KZ. Genau. Ja. So ist es ja hier. Ne? Der Mensch ist die Beste. Ja. Ja. Mutter mag meinen Freund aus Kamerun. Jean-Pierre, der Afrikaner aus der Königsfamilie, ist Lehrer in Bayern für geistig behinderte Kinder. Bei Kaffee und Kuchen erzählen meine Mutter und Jean-Pierre, inzwischen zum Freund geworden, vom schönen, fernen Afrika ihrer Kindheit. Ich frage mich, wie es sein kann, dass zwei so unterschiedliche Menschen Afrika als offenbar gemeinsam empfundenes Heimatland verklären. Warum ist denn Ihr Vater überhaupt nach Afrika? Naja, als junger Mann ist er halt in die Welt gegangen, wollte sich die Welt anschauen, ne? Ah, ja. Und ist dann in Afrika geblieben und dann ist er nach Europa und hat meine Mama geholt und sind sie in Afrika geblieben. Mhm. Und wann war das ungefähr? Das war schon... Warten Sie, meine Schwester ist geboren 1907, 1905 vielleicht sowas, weil die ist 1907 geboren. Habt ihr eigentlich deutsche Lieder dort gesungen? Oder? Natürlich war ja deutscher Gesangverein, war ja der Leonard auch dabei. Adieu, du mein Heimatland, oder was haben sie gesungen? Mit einem dreifachen Gutschau, sollte man uns fragen, was hält euch denn hier fest, ja fest? Wir könnten nur sagen, wir lieben Südwestort. Wie Kameldornholz ist unser Land, und trocken sind seine Reviere. Einige hundert Kilometer südlich von Swakopmund, Namibia ist ein Riesenland. Ich hatte von einem reichen Land gehört, doch die Frauen im Dorf tragen keine Brillanten. Aber wir, die Fremden, die mit ihren nutzlosen Geräten in ihr Dorf kamen, müssen wohl reich sein. Denn diese Maschinen können weder Hirse mahlen noch kochen. Dafür aber machen sie lustige kleine Bilder. Tante Vera, Mutters ältere Schwester, war gerade geboren. Da fanden sie Diamanten im Sand der riesigen Wüsten. Und Kupfer für die junge und hungrige Elektroindustrie. In Mutters Geburtsjahr entdeckten dann deutsche Geologen Uranerz. Und Jahrzehnte später wird die Rössingmine eines der größten Uranlager der Welt. Immer mehr Männer aus Deutschland streben ins Land der Verheißung. Die Gier wächst. Minengesellschaften und Bergwerke schießen wie Pilze aus dem Boden. Die Bahn erschließt die Wege ins Eldorado und schafft die Rohstoffe aus dem Land. Eisenbahner Zukunft. Großvater Löhnhardt hat die Chance erkannt. Was hat der Großvater gemacht damals, dort in Afrika eigentlich? Stationsvorstand war er. Von was? Von der Bahn, von was? Erzähl ein bisschen von der Bahn. Aber was soll ich von der Bahn erzählen, was weiß ich? Was soll ich da von der Bahn? Ja, aber haben denn jetzt nicht die Deutschen die Bahn erstmal dort gebaut, zum Beispiel zwischen... Weiß ich nicht. Ja, das sind doch die ganzen Diamanten und alles, das wurde doch alles...
da weggeschafft, nicht? Von dort. Südwester waren nur Diamanten nur. Weiter Diamanten unten. Waren da. Ja. Da waren Elfenbein. Nur ja, Elfenbein und Diamantenfelder waren dort. Das haben die Deutschen gesucht, meinst du? Keine Ahnung. Ja, es gibt nämlich Bilder, wo man sieht, da so wie die Eisenbahn kommt mit Waggons voller Elfenbein. Ja, da gibt es solche Bilder, ja, ja. Und es ist genau in der Zeit auch gewesen. Also ja, sicher. Dieses hier. Elfenbein. Ah, ja. Ja, ja, ja. Elfenbein. Aber der ganze, na, der ganze Zug voll. Na, haben sie alles geschlungen. Armen Elefanten. Ja, deshalb haben wir keine Elefanten mehr in Afrika. Sicher. Ausgerottet. Und die paar sind, denen nehmen sie noch die Zähne weg. Hm. Ihr Vater hatte aber damit nichts zu tun. Nee, der war nur. Nee. Der war auf der Station, der war Stationsvorstand. Auf Schienen baut der Großvater seine Existenz auf. Paul Löhnhardt wird Beamter der kolonialen Bahnverwaltung. In Omaruru wird er zum König der Lokomotiven. Neue Eisenbahnstrecken bringen den Handel und die militärische Sicherung der Kolonie voran. Schwindelerregend schnell wächst das Netz der Eisenbahn in das große, heiße Land. Die junge Familie lebt mit ihren zwei kleinen Kindern und Schwester Franziska im kleinen Bahnhofsgebäude von Omaruru. Später wird mein Großvater aufsteigen zum Chef des Bahnhofs in Swakopmund. Man wird Paul Löhnhardt an der roten Mütze erkennen. An die schwarzen Leute habe ich mich gewöhnt, schreibt Franziska. Manche sind sogar hübsch, aber schmutzig sind sie leider fast alle. Dabei glauben sie, sie allein sind Menschen. Alle anderen sind Dinger. Uns Weiße nennen sie gelbe Dinger. Postamt. Postkantor von uns eine Langzeit. Deutsche. Bei Deutsche. Und die Deutsche Gewerkschaft hat dort zugemacht. Sie haben gern bei Deutsche gearbeitet? Ja, ich habe in Deutsche Dominis gearbeitet. Dominis. Sankwella. Sankwella. Dominis Fluchgrad. Dominis Esslinger. Ich habe da gearbeitet. Und Fritz Laster gewesen. Fritz? Ich habe da gearbeitet. Ich habe auch gedacht, es ist meine Menschen. Meine Vater, auch meine Brüder. Ja. Sie haben Kindermädchen gemacht oder was waren Sie? Was haben Sie gearbeitet bei den Deutschen? Ich habe in Wassen. Waschen? Und Kombis auch. Küche auch. Küche? Haben Sie Deutsch kochen gelernt? Samedi, Wasser. Musste ich es. All die Kurse, was da hinkommt. Da müsste ich es schreiben. Dann lese ich. Kartoffeln, ein Eier, ein Zwiebel, ein Bordels. Ja, bestmöglich gewesen. Fleisch auch? Fleisch? Fleisch auch. Welche Fleisch? Nee. Schweinebraten? Ja, ich habe auch gebraten. Die Malfleisch. Malfleisch hätte ich auch mit den Zwiebeln, in Eier, in Kartoffeln zusammen gemacht. Ein Brot. Auch so sagen machen, tue ich hier auch. Und haben Sie auch Brot gebacken? Ja, Brot ja, gebacken? Ja. Selber gebacken? Brot? Ja. Was? Samit die Brot, den ich Flour, in Salz, in bisschen Säger, in Dari Kuku. Jetzt auch zwei Level da hinkommen. Dann ist ich. Schmelz, als ich volle, dann lasse ich. Dann. In den Ofen? In Ofen. Aber ich habe nicht Kinder gearbeitet. Nicht Kinder gearbeitet? Mhm. Immer nur Haushalt? Ja, Haus und nur Gas in Blätten. Die Frauen der Damara und Herrero lernen schälen, kochen, schmoren und braten auf Deutsch. Daheim im Reich schreiben Damen im nationalen Auftrag Kochbücher für die Frau in den Tropen. Großmutter Anna lehrt das Schwarze Hauspersonal in Omaruru zu schmecken und zu folgen. Sie verteilt Strafen an die weißen Kinder und die schwarze Magd in der Küche.
Meine Mutter erinnert sich, dass meine Oma immer auf die Hände schaute, ob einer schwer arbeitet. Und bei Kindern kontrollierte sie gerne die Unterwäsche, ob sie es gut warm haben. Am Abend beim Ball mit Festessen ging es lustig zu, schreibt Franziska nach Hause. Ein Negerjunge kam herein mit einer schönen Torte mit Schlagsahne. Einer der deutschen Farmer sprang auf und stülpte diese über den Kopf des kleinen Mohren. Da war der Jubel groß und auch ich lachte Tränen. Das ist meine Mama. Schick. Das ist aber in Afrika. Ne? Ja, ja, das ist Afrika. Was willst du wissen? Ich bin eine Afrikanerin aus Swakopmund. Ich bin aber keine. Sie haben gesagt, aber dass Sie dort nicht geboren sind? Nein. Der Papa ist zur Geburt, weil da wäre eine Schwester um einen Arzt gefahren und hat da vier Frauen genommen, Negerinnen. Mhm. Und die, wie er zurückkam, sind die alle auf ihr rumgeritten und jeder hat nach seiner Art die Geburt gemacht. Die setzen sich auf die drauf am Bauch und reiten rum, bis das Kind rauskommt. Und wie er das gesehen hat, war er außer sich. Ja. Und dann hat er halt eine Schere genommen, hat die Nabelschnur abgeschnitten. Und dann kam der Arzt und hat gesagt, haben Sie es infiziert? Nein. Habe ich gar nicht gewusst, dass man sowas infiziert. Ja. Darum wollte er nicht, dass sie nochmal mitmacht und hat sie nach Deutschland, also nach Europa wieder geschickt. Naja, die Mama ist dann, weiß ich, wie alt ich war, wie viele Wochen, ist sie dann zurückgefahren nach Afrika wieder. Da. Der Papa, die Mama, da ist die Vera und da ich und die Tante. Ich beginne zu verstehen, wozu Großmutter Anna ihre junge Schwester Franziska mitgebracht hatte. In der Kolonie lebten deutsche Männer schon mit dunklen Schönheiten zusammen und Mischlingskinder sprangen durch die Straßen der kleinen Stadt am Meer. Das geschah gegen den Willen der Kaiserlichen. Außerdem gab es doch daheim Frauen im Überschuss. In Afrikas Südwesten aber fehlen weiße Frauen und Kinder. Mein Opa wird für die ledige Franziska einen guten Farmer finden, einen weißen Siedler natürlich. Ich hatte mich gewundert, wieso die Kolonialbehörden in Berlin dem Großvater die Fahrtkosten für die junge Schwägerin ersetzt hatten. In einer Zeitschrift des Deutschen Kolonialvereins lese ich, der deutsche Soldat hat das Land mit dem Schwerte erobert. Der deutsche Farmer und Kaufmann sucht seine wirtschaftliche Nutzbarmachung. Aber die deutsche Frau ist allein berufen und imstande, es deutsch zu erhalten. So tönt zwei Jahre vor Franziskas Schiffspassage die Vorsitzende des Deutschen Kolonialen Frauenbundes. Und sie fordert, wir müssen in Südwestafrika einen kräftigen deutschen Volksstamm heranziehen. Unsere wesentlichste praktische Aufgabe ist eine möglichst schnelle Übersiedlung deutscher Frauen nach dem Schutzgebiet Deutsch-Südwestafrika. Hier sind wir in der Kirche, die 1903 gebaut worden ist. Da wird heute noch Gottesdienst gehalten. Leute, die neugierig sind, müssen um 9 hier sein. Und wenn sie Glück haben, kommen sie um 12:30 raus. Ich bin Archivar für protestantische Kirchenarchivar. Ich habe zum Glück die Aufgabe, als Archivar mit Dokumenten über die Vergangenheit zu arbeiten. Ich wollte noch mal, dass Sie vielleicht noch ein paar Stellen vorlesen.
gestatte ich mir darauf aufmerksam zu machen, 1909, dass der Kleinsiedler und Agent Lange ein Heiratsvermittlungsbüro betreibt, wenn auch direkt nicht Nachteiliges über Lange bekannt ist, so ist doch seine Persönlichkeit keineswegs zu empfehlen. Wahrscheinlich hat er Nebenluft gehabt. Weil die wollten Deutsch, das sollte ja Siedlungsland werden. Das war die Vorstellung, die Hereros, die haben die schönsten Mädels, haben sie mit ihnen schlafen lassen und das gab leckere kleine Kinder. Das war überhaupt kein Problem. Das Problem war, dass sie aus Afrika Deutschland machen wollten. Und da haben die Deutschen Angst gehabt, also jetzt geht die Welt unter, weil jetzt Schwarz und Weiß heiratet. Die Kolonialgesellschaft hat gesagt, kommt nach zu uns, da werdet ihr begehrt. Und dann kam die Gänseschaukel 1894 oder 96 an. Da sind ja viele alteingesessene Familien auf den Dienstmädchensektor hergekommen, wenn ich mir das hier so angucke. Ist doch damit erzielt worden, was sie wollten. Die Herero sind Rinderzüchter. Und von hier kommt dieser Kopftuch, das stellt vor die Horn von den Rinder. Manchmal bekomme ich meine Inspiration von den Oberhimbas und das kann man hier sehen. Da habe ich auch Sachen von Kakao. Und hier auf diesem Bild kann man auch sehen, das gibt ein Element von der viktorianischen Trag, ist da drin. Und meine Designs ist eine Mischung von europäisch und afrikanisch. Meine Großmutter ist eine heirere Frau aus Namibia und mein Großvater kommt aus Deutschland. Er war eine Schutztruppe. Also Soldat? Ja. Aus Ostpreußen und hat meine Großmutter geheiratet. Aber ich war einmal in Deutschland und habe herausgefunden, dass er eine deutsche Frau wieder verheiratet. Geheiratet, ja. Konnte Ihre Mutter anständig Deutsch kochen auch? Ja. Was? Zum Beispiel Sauerkraut und Eisbein. Das haben wir gerne gehabt. Und Suppen, Lenzensuppen. Zu weiß, um schwarz zu sein und zu schwarz, um weiß zu sein. Meine Großmutter hat mir erzählt, dass die haben früher nicht diese viktorianische Kleid gehabt. Die haben Fälle gehabt wie die Oberhimbas dort. Und obwohl meine Großmutter genauso getracht wie die Oberhimbas, weil die Heros kommt auch von den Oberhimbas. Und dann, als die mit meinem Großvater heiraten, dann konnte die nicht mehr so rundlaufen. Und dann kam die viktorianische Kleid auch in die Geschichte rein. Und dann haben die diese Kleid getragen. Ich glaube, die wollte ein weißes Volk in Afrika haben. Mein Großvater musste meine Großmutter scheiden. Die haben geschieden und dann hat er eine weiße Frau geheiratet. Eine Deutsche? Eine Deutsche, ja. Musik.
Über viele Jahre schrieb ich der Mutter aus Afrika. Sie hatte alle Postkarten aufbewahrt. Sie hörte zu, wenn ich mit neuen Bildern und Geschichten zurückkehrte. Irgendwann fragte sie, warum ich nie nach Südwest führe und sie mitnehme. Mutter wurde älter und schwächer. Seitdem die fast 100-Jährige nur noch im Rollstuhl bewegt wird, sind Weltreisen außerhalb ihrer Möglichkeiten. Jetzt reise ich mit ihr im Völkerkundemuseum. Letztes Jahrhundert, das ist so 19. Jahrhundert. Das ist ein Holz, der heißt Eisenholz. Das ist, guck mal, das ist schwer wie Eisen. Das ist ganz hart. Der Totschläger von Großvater geht mir nicht aus dem Kopf. Wie war er zu dieser Waffe gekommen? Ich hatte ihm schon manches unterstellt. Auf dem Touristenmarkt komme ich nicht weiter. Massenweise Imitationen werden gehandelt. Echte Totschläger sind aus der Mode. Man hat sie zu Spazierstöcken umgenutzt. Und das Neueste ist bei mir oben im Ovamboland, wenn jetzt nur noch so kurze. Und da habe ich gesagt, warum macht ihr denn so klein? Ja, für die Chinesen, die haben einen Kopf, da braucht man nicht so viel. Da sparen sie Holz. Akten, die da vor Ihnen liegen, das sind ja praktisch die Originaldokumente. 1910. Andererseits ist nicht außer Acht zu lassen, dass jedweder Zuzug von Frauen von Nutzen für unser menschenarmes Kolonie ist und aus diesem Grunde Förderung verdient. Gut, also mein Großvater importiert die Geschwister seiner Frau. Ja, ist doch. Dazu an die Deutsche Kolonialgesellschaft Berlin beirre ich mich, die in Abschrift beiliegenden Gesuche des Bahnhofsvorstehers Leonard in Omerow, Zahlung von 150 Mark Zuschuss zu dem Ausreisekosten zweiter Klasse für Franziska und Maria Sacher ergebens zu übersenden. Dann kommt handschriftlich weiter, Franziska Sacher wird von ihrem Schwager als Stütze erbeten, den Antrag des Lokomotivführers Leonard befürworte ich. Wir ziehen über die durch uns für eine Stellung engagierten Mädchen zuerst die eingehendsten Erkundigungen ein und dürfen uns mit gutem Gewissen sagen, dass das Menschenmögliche getan wird, um der Kolonie gutes Menschenmaterial zuzuführen. Was sagt das? Ja. Das ist gutes Menschenmaterial. Ja, das ist Rassismus, reiner Rassismus. Franziska, die Schwester meiner Großmutter, hatte einen reichen Farmer geheiratet. Franziska Wronski lebt in Omaruru und meine Mutter Ruth wird ihr Hätschelkind. Franziska selbst bekam erst Spätkinder. Nach ihnen suche ich in Namibia, leider vergeblich. Das ist für mich sehr wichtig, einfach Ihre Meinung auch über die Afrikaner. Einfach. Ich kann zu wenig sagen, weil ich Kind noch war, nicht wahr? Und man, sagen wir mal, den Kontakt nicht so hatte. In der Schule haben wir Deutsche gehabt, im Verkehr. Man ist mit den Afrikanern ist man nicht zusammengekommen, im Grunde genommen, außer mit dem Personal. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel diese eine Frau, die da sehe,
Die haben mit im Haus gearbeitet, ja, haben da auch gelebt, oder? Ja, ja, haben auch da gelebt. Die waren so wie Dienstboten und Kindermädchen, nicht wahr? Ja, aber haben Sie irgendwas von Ihren Familien oder sowas mitbekommen? Nein, die sind doch nicht, die hat man doch nicht in die Wohnung gelassen, glaube ich. Ach so. Die haben dann, ich weiß nur, dass sie alles ausgestohlen hatten. Wie haben Sie denn gesprochen? Deutsch. Ah, die haben alle Deutsch gesprochen? Wir müssen lernen Deutsch. Ne? Wir, haben nicht, weiß die ich... Die Sprachen von dort, Die Sprache der Schwarzen gelernt. Die Schwarzen haben uns doch auch gebadet als Kinder und haben mit uns gespielt. Und es war doch für uns selbstverständlich. Ich meine, wir sind so erzogen, dass wir keinen Hass gekannt haben. Mhm. Den Hass hat man erst bekommen... Ja, aber das sage ich jetzt Sie, weil Sie dort in Afrika gewesen sind. Die Menschen hier, es ist ja nicht das Gleiche. Wie sind Sie, die Leute erzogen sind, die sind nicht in der Welt herumgekommen. Da sind aber Kinder zum Beispiel, die kommen mir so vor, als wären die... Von der Station wahrscheinlich, von den Angestellten, die Kinder. Die Kinder von den Angestellten bei der Station. Wahrscheinlich. Aber zu solchen Kindern, also das sind ja auch... kleinere Kinder hatten Sie keinen Kontakt? Man ist nicht zusammengekommen. Ne? Mhm. Sie sind in die andere Schule gegangen. Die, weiß ich, ob die Schule war für Schwarze, keine Ahnung. Mhm. Ah ja, da kommt die Klasse. Ich weiß, ich find mich nicht drauf. Die Lehrerin, die hatte ein Gedichtsbuch, ich weiß aber, ich sehe das Buch vor mir, ein blaues Buch war das. Ja. Und daraus haben wir gelernt, weil wir keine Schulbücher hatten. Ja? Da hat sie uns Gedichte vor und danach haben wir eigentlich gelernt. Wo haben Sie Deutsch gelernt? Ich habe hier Deutsch gelernt. Ich habe auch in Deutsch gearbeitet. Bei den Deutschen gearbeitet? Deutsche gearbeitet hier. Ihre Eltern waren in der deutschen Kolonialschule? Ja, ja. Uns hat nicht in die deutsche Schule gegangen. Uns hat Tamara Schule hingegangen. Die war Deutsche in Tamara muss gehen lesen. Da. Es war verboten, diese Bilder zu haben. Also, es war verboten? Auch wo sie geschlagen wurden, sind sie da ausgepeitscht. Ja. Dieses Bild hier hat mich so schockiert. Dass sie hatten dort einen aufgehängt haben. Ja. Haben die eigentlich einen Wert, die Bilder? Einen Seltenheitswert? Historischen Wert? Natürlich. Politik war niemals ihre Sache. Warum hat Mutter dann neben den privaten Familienbildern diese Fotos aufbewahrt? Welche Erinnerung verbindet sie damit? Von Hauptmann Franke zum Beispiel, meint sie nie gehört zu haben. Da steht, zur Erinnerung an die Belagerung von Omaruru durch die Ovaherero vom 17.01. bis 4.1904. Dem Befehlshaber der Schutztruppe hatte man ein Denkmal gesetzt. Hier in Omaruru, wo mein Großvater Chef der Bahnstation war. Der Turm ist frisch renoviert. Er erinnert an den Aufstand der Herero. 1904 kamen die Männer der Herero mit ihren Totschlägern. Sie wollten Rache. Seit Jahren hatten deutsche Farmer ihnen die Weidegründe weggenommen. Nun überfielen die verzweifelten Viehhirten die weißen Farmen und töteten deutsche Siedler. Hauptmann Viktor Franke wurde gerufen und stellte mit seiner Truppe in Omaruru die alte Ordnung wieder her. Da hat der Franke die Hereros aufs Haupt geschlagen, die gerade in die deutsche Ortschaft rein wollten. Und da ist nie irgendwas passiert. Der Franke war Offizier Deutscher, hat die aber nicht in die Wüste getrieben, die Hereros, sondern geheiratet. Herero-Frauen. Es gibt zig Kinder, die von Franke abstammen. Er hat die Hereros natürlich in die Wüste getrieben. Was hat er denn anderes gemacht in Omaru? Die haben ja Krieg geführt als Volk gegen eine Armee. Das war der Untergang der Hereros, dass sie sehr viele Männer verloren haben.
1904 sterben im ganzen Land mehr als 100 deutsche Farmer und Missionare. Ob sich mein Großvater bedroht fühlte? Ist mein Totschläger eine Trophäe aus einem Zweikampf? Der Aufstand der Herero gegen die deutschen Kolonialherren hat begonnen. Nur wenig später folgt der Guerillakrieg der Nama, die meine Mutter spöttisch Hottentotten nennt. Großvaters Eisenbahn fährt deutsche Truppen von einem Brandherd zum anderen. Ich, der große General der deutschen Soldaten, sende diesen Brief an das Volk der Herero. Die Herero sind nicht mehr deutsche Untertanen. Das Volk der Herero muss das Land verlassen. Wenn das Volk dies nicht tut, so werde ich es mit dem großen Gewehr dazu zwingen. Innerhalb der deutschen Grenze wird jeder Herero mit und ohne Gewehr, mit oder ohne Vieh erschossen. Ich nehme keine Weiber und Kinder mehr auf, treibe sie zu ihrem Volke zurück oder lasse auf sie schießen. Dies sind meine Worte an das Volk der Herero. Der große General des mächtigen deutschen Kaisers. Gezeichnet Kommandeur von Trotha, Generalleutnant. Der Kolonialkrieg war vorbei. Nur ein Fünftel der Herero haben überlebt. Die sind halb verhungert, sehen Sie? Steht auch nichts drauf. Ne? Eben, ja. Genauso wie es die Deutschen gemacht haben mit dem KZ. Ja, der. Im Herbst 2007 finde ich in einem alten Leitsordner meiner Eltern einen verklebten Umschlag. Darin steckt ein Dokument. Für seine besonderen Verdienste bei der Niederschlagung des Herero-Aufstandes war mein Großvater vor 100 Jahren vom deutschen Kaiser ausgezeichnet worden. Ich bin schockiert. Erzähle es niemandem. Hatte sich mein von mir so verehrter Großvater, der mit der roten Eisenbahnermütze, schuldig gemacht? Kaiser Wilhelm. Tatsächlich. Der Chef von Großvater. Kaiser Wilhelm II. Wo steht das? Das steht hier noch ein bisschen abgeschnitten. Aha. Wer ist das? Mein Vater. Bestimmt nicht. War kein solcher Held. Nur mit dem Mund. Was hat schon ein Beamter gemacht? Nichts. Vielleicht. Haben Sie denn also vom Aufstand der Herero irgendwas mitbekommen? Ach, waren wir doch Kinder, haben wir nichts mitbekommen. Auch einfach nicht bewusst irgendwas mitbekommen. Ja, Sie waren noch gar nicht geboren, wie der war. Sie haben später auch nochmal darüber nachgedacht. Wissen Sie, man hat so viel erlebt, dass man gar nicht mehr nachdenken will. Ach so. Es war zu viel im Leben, was wir erlebt haben. Ich merke, dass meine Mutter vom Kaiserorden nichts wusste. Für sie wäre ihr Vater sowieso nie ein heldenhafter Krieger geworden. Sie hielt ihn wohl eher für feige. Mit Schadenfreude erzählt sie noch heute von der Angst vor Affen, die mein Großvater nie ablegen konnte. Sie lacht, wenn sie ihn und den jungen Eisenbahner auf Fotos vergleicht. Der Afrikaner hatte sich das Tier einfach um den Hals gelegt. Die Hereros erinnern an die Führer des Widerstandes. Ich erlebe eine seltsame Gedenkstunde. Sie tragen die Uniformen ihrer deutschen Feinde von damals, als hätten sie damit die Kraft der deutschen Soldaten beerbt. Wir sind in Afrika. Ich höre die Stimme ihrer Dichter. Als die ersten Missionare nach Afrika kamen, besaßen sie die Bibel und wir das Land. Sie forderten uns auf zu beten und wir schlossen die Augen. Als wir sie wieder öffneten, war die Lage umgekehrt. Wir hatten die Bibel und sie das Land. Und
Vor wenigen Monaten hatte man in Freiburg Kartons gefunden, darin 7 Schädel von Hereros. Kurz darauf berichteten Zeitungen aus dem Lager einer renommierten Klinik in Berlin, 47 Köpfe von Menschen aus Namibia gehören zum kolonialen Erbe der Rassenforscher. Der Weltkrieg kommt nach Afrika und Mutter ist 4 Jahre alt. Großvater Paul meldet sich zur Schutztruppe. Engländer und Südafrikaner sind in das Land eingefallen. Nach wenigen Wochen ergibt sich die deutsche Schutztruppe unter Oberstleutnant Franke. Wir haben nicht mal Schulbücher gehabt. Es war Krieg gewesen. Ich habe mir als Kind gewünscht, einen Ball. Einen Ball habe ich nie bekommen. Ich habe mir eine Puppe gewünscht. Hat es nie gegeben. Gab es nicht. Hat es keine Puppen gegeben? Nein, gab es nicht. Der rote Lagerausweis meines Großvaters zeigt mir, dass er in ein englisches Lager gesperrt wurde. Die Sieger verlangen Unterwerfung. Aber Paul Löhnhardt, der Beamte, steht zu seinem Kaiser in Berlin, will die deutsche Staatsbürgerschaft nicht verlieren, nicht seine Pensionsansprüche. Er verweigert den Siegern die Unterschrift. Also wird Familie Löhnhardt ausgewiesen. Jeder darf nur 30 Kilo Gepäck mitnehmen. In den Wochen auf dem Dampfschiff nach Europa wird der Großteil an Hab und Gut gestohlen. Meine Mutter erinnert sich noch heute an den Aufschrei der Großmutter bei der Ankunft, als sie einen Schiffskoffer öffnet. Er ist voller Steine. Die Kinder verlieren ihre Heimat. Europa ist nach dem Ersten Weltkrieg ein trostloser Kontinent ohne Licht. Aus der schmutzigen Industrieluft erinnern die Kinder die gleißend sauberen Strände Afrikas zurück. Von nun an wird Afrika für meine Mutter ein anderes Wort für Freiheit. Der Weltkrieg hat Spuren im Land und Wunden in den Herzen der Menschen hinterlassen. Der Hunger und die Enge der Stadt Most machen den Kindern Angst. Meine Mutter ist 9 Jahre alt und will in die Heimat ihrer Kindheit zurück. Doch sie wird Afrika nie wiedersehen. Afrika, es hat uns nichts gefehlt. Wir haben alles gehabt und in Europa mussten wir halt aufbauen. Ne? Da war es schwieriger einfach. Naja, das war nach dem Krieg, da ist es allen Leuten schlecht gegangen, ist niemandem gut gegangen. Was sollten wir erwarten? Hat man uns das von Europa erzählt? Nie war die Rede davon. Und dann kam der Krieg und fertig. Sie waren 9, wie Sie nach Europa gekommen ja, sind. Und er war schon 14, wo er nach Aber wenn du jetzt in so eine Stadt gekommen bist, wie da Brüx oder so, wo die Kohle war, wenig Platz, schmutzige Luft. Das war alle? Selbstverständlich. War die Kohle in Afrika, war das Sand, war das Meer. Das hat uns gefehlt. Das Natürlich haben wir gefroren. Aha. Wir wollten Schnee essen. Dann hat Hunger und da haben wir gesagt, wenn Winter ist, dann könnt ihr für Schnee essen. Und das erste Mal, wie es geschneit hat, der Haare und wir sind rausgelaufen, wollten Schnee essen. Und die Leute haben alle gelacht über uns. Wir haben gedacht, das ist ein süßer Schnee von Eiern. Thank you.
Vor Jahren bin ich mit ihr in ihr altes Gymnasium gefahren. Der Vater hatte alle drei Kinder hierher geschickt und dann vorzeitig von dieser Schule genommen. Keiner bekam das Abitur. Studieren durfte niemand. Du bist hier zur Schule gegangen? Ja. Das war ein Klassenzimmer, das da? Alles war ein Klassenzimmer. Und wieso, was war das für ein Gymnasium? Deutsches Gymnasium. Nee, das war das Realgymnasium hier. Und nebenan, was angebaut ist, war dann das tschechische Gymnasium. Erst waren nur die eine Klasse, haben die Tschechen bekommen, dann haben die gebaut, dann wurde das Ganze angebaut. Und ihr habt Kontakt gehabt oder mit denen auch? Freunde? Warum hätten wir so einen keinen haben? Wie lange ist das praktisch her jetzt? 24 bin ich aus der Schule gekommen, oder was? Das ist 70 Jahre, oder wie viel? Lass mich nur. Das hier ist es. Da Kaffee war dein Großvater dreimal oder viermal im Tag. Und das ist der Garten. Dreimal oder viermal im Tag, das kommt sich dann einfach. Ja, da hat man kleinen Schwarzen getrunken. Ich wollte weitergehen in die Schule, ich durfte nicht. Ne? Und warum hast du es nicht fertig gemacht? Weil ich Modistin werden musste. Dann war Krach, und bis ich nachgegeben habe. Dann hat mich der Papa gezwungen, dass ich Modistin wäre. Was hast du dann gemacht als Modistin? Was habe ich gemacht? Auf die Hit bin ich getrampelt, so habe ich es gehasst. Wann war das? Von 22 bis 30 oder wann? Ich weiß nicht. So was. Das ist alles uninteressant, stimmt? Großvater schlägt sich im Textilhandel am Konkurs knapp vorbei. Das wenige Geld hat er durchgebracht. Ich war ja die ganzen Jahre nicht mehr hier. Da oben war ein großes Kaufhaus. Dort wurde das braune, das war das Kaufhaus. Der hatte alles gehabt, sagen wir, Stoffe und Zwirn und alles Mögliche. Ich habe einen Laden gemietet und habe ein Geschäft angefangen. Und den Laden gibt es heute? Ja, der ist zertrümmert da oben. Das war dein Hutgeschäft? Ja. Und wann war das? Von 29 bis 32. Und wo hast du gewohnt hier? In deinem Laden ist so ein Raum gewesen. Da war ich 14, nach der Schule wollte ich nach Afrika. Mir hat es gefallen dort. Ich wollte als Kind, und dann hat meine Tante eingerichtet, dass ich soll hinkommen. Und dann hat mein Vater das nicht erlaubt. Hat er gesagt, nein, ich lasse meine Kinder nicht weg. So ein Monster. Nee, mir geht es nicht. Oh, Schmu. Ich liebe Frösche. Mama, ihre Schwester, hat geheiratet, ein Engländer. Kinder hatten sie keine, und da sollte ich dann nach Afrika kommen. Und ich wollte hin. Und allein? Hat er mich nicht gelassen. Dann hättest du in Afrika gelebt normalerweise. 1925 hättest du nach Afrika ausgewandert. Ja, ja. Wenn es nach dir gegangen wäre. Ja. Du hattest den Mut, alleine mit 14. Aber trotzdem. Wahnsinn. Warst du nachher noch mal in Afrika? Nein, leider. Der ist nach Afrika gefahren, nicht ich. Ja, wir hätten zusammenfahren sollen. Ja, ja. Hätten wir. Bei uns war es so. Ich hatte mir in den Tropen Inspiration und Ideen geholt. Ich habe Lebenslust getankt, aber auch tropische Krankheiten mitgeschleppt. Ich lernte es, mit den Menschen offen umzugehen, habe gute Freunde gewonnen. Wir sprechen auf Augenhöhe miteinander. Ob das damals bei meinem Großvater wohl ähnlich denkbar gewesen wäre? Ich hatte in Afrika auch befremdliche Begegnungen. So. Doch am meisten fremd bleiben mir die weißen Afrikaner. So,
wo kommen denn die Mischlinge her, die in diesem Land rumlaufen? Die erste Kolonial, wie Wann heißt das? Haben Sie das erste Mal Rassenschande begangen? Ich? Oh, das ist lange her. Rassenschande, das war 1938. Da wollte ein Mädchen mit mir schlafen und ich fand das einen sehr schönen Wunsch und wollte Sixpence, das ist also ein halber Schilling damals gewesen, dafür haben. Und Sie haben dann also deswegen nur eine Blondine geheiratet, weil Sie arm waren oder was? Ich habe mich dann hier in eine deutsch sprechende namibianische Farmerstochter verliebt. Die wollte ich heiraten und das habe ich dann auch gemacht. Das war, ja, und habe da eine erfolgreiche Ehe geführt. Ich meine, da sind Kinder draus geworden. Und dann? Ich habe hier das Land um 5 weiße, deutsch sprechende Kinder bereichert. Und gibt es jemanden davon in Swakopmund? Da habe ich mindestens 2 Töchter in Swakopmund. Augenblick mal. 12 Enkel. Alles hier, leider. Alles weiß. Alles, natürlich. Na, erlauben Sie mal. Say even after independence, not a lot of change. The situation and the lifestyle of the black people are still the same. You still get a lot of poor people, very, very poor people living in Mandela. And then you still got the Germans, which still rules and still maintain that colonial apartheid system. It's still there. It's just independence is just by the words. Judith is one of my students and she only came back after independence. She was actually born in Angola and went, yeah, where did you live? My mom and the rest of and some other Namibians, they had to flee Namibia. It was becoming too dangerous for the children to stay there. Yeah. This is why the East Germans took these children to take care of them. And I can remember when they came back, it was actually a cultural problem for them, from the diet. They wanted Abendbrot, and in Namibia we don't have that. Yeah. And it was they were actually placed. Some of them were placed with German families because they could not mix with the real families. They did not know the culture. Sie haben mich in ihr kleines Musikstudio eingeladen. Der Rapper und seine Freunde arbeiten an deutschem Liedgut. Du Ruff hat Heinos Lied, das Südwesterlied der alten und neuen Kolonisten, umgedichtet. One love, one nation, one love. Can you feel me? We need each other. One love, one nation, one love, one nation, one love. She was in exile. I was never in exile, being out of the country. Under the apartheid system, I was in exile in my own country. So the exile part is still there. The connection here actually is, we were colonized by the Germans, and I lived in a situation where Germans and the Herero's fought against each other. Her parents left the country because of an apartheid system again, and she ended up in Germany. Being taken care of a German family. And I think this is where the relationship is, the connection is between the two of us. And if I look at it that way, it's both sides of the Germans, her story and my story, even my story, there were the harsh and bad version of it. In her story, that's the good side of the German that took care of the African child again.
it's like fate has put us together again. I became her teacher and she's living with me now at the moment. Ever since she put me in, it's like she's my mom. Yeah, because she was looking for a place and I did not have a daughter, so I just took her in. No, but she's okay now. Yeah. And at least I know now. Her dream is to go to Germany to become a designer, so maybe and one a day. Makeup artist. Yeah, yeah. That is tall. Na, aber geredet über meinen Großvater konnte ich nicht. Nach 3 Jahren warst du noch schon geredet. Freie Kuschel gehabt, die deine Tochter. Stimmt. Dann ist er gekommen und sagt zu seinem Großvater, sagt er, du kriegst auch eine Rente vom Staat, sagt mein Vater, ja. Nur dass du dich schämst und das Geld vom Staat nimmst, hast du gesagt. Und dann ist er gekommen und hat gesagt, alle Deutsche sind Verbrecher. Alle Kern eingesperrt. Und dann habe ich gesagt, ist dein Vater, dein Großvater ein Verbrecher? Soll ich dir eigentlich nicht mal bringen, die Bilder, was wir gefilmt haben in Südwestafrika da? In Swakopmund, willst du es nicht mal sehen? Ja? Soll ich es mal mitbringen? Und machen wir, zeigen wir das mal hier auf dem Fernseher, oder? Ja? Dass du mal siehst, wie schön die das dort haben jetzt. Und euer Haus, wie schön das ist. Total renoviert. Thank you.
Yeah.